Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kürbis sind bei uns eine Zeit lang fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vor ein paar Jahren hat man sie aber neu entdeckt und heute präsentieren sie sich dank ihrer vielseitigen Qualitäten wieder top aktuell. In unseren Läden trifft man die farbigen, runden oder länglichen Gewächse jetzt überall an. Und auch das Coop Frischmärt-Magazin hat dem interessanten und vielfältigen Gemüse eine Ausgabe gewidmet. Kürbis werden praktisch auf der ganzen Welt angepflanzt und geerntet. Es gibt sie in zahlreichen Sorten und Varianten, wie die Bilder zeigen. Viele von diesen Kürbis lassen sich zu köstlichen Gerichten verarbeiten. Zu feinen Suppen, rassigen Gulasch oder zu lustigen Dessert. Auch der Armin Amrain hat uns heute ein Kürbisrezept mitgebracht. Bitte, Armin. Richtig, weil sich die Kürbis auch sehr gut mit der italienischen Küche kombinieren lassen, gibt es heute ein einfaches, aber raffiniertes Kürbisrisotto. Grüezi miteinander. Gehackte Zwiebeln und presste Knoblauch im Anken andämpfen. Kürbiswürfel dazugeben und mitdämpfen. Noch 2 Minuten auch den Risotto-Reis mitdämpfen, bis er glasig ist. 2 Dezibel Weisswein ganz einkochen. 1 Liter Bouillon noch die Noten zugießen und darauf schauen, dass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist. Der Reis ca. 20 Minuten köcheln, bis er cremig ist und noch ganz leicht körnig. Gorgonzola Mascarpone drunter rühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann das herbstliche Gericht mit ein paar Kürbiskernen garnieren und sofort servieren. Das Rezept für das Kürbisrisotto finden Sie in der Beilage der neuen Coop-Zeitung im Frischmärt-Magazin. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Zwiebeln, Knoblauch, Kürbis, Risotto-Reis, Weisswein, Bouillon, Gorgonzola-Mascarpone, Kürbiskerne, Salz und Pfeffer. Danke, Armin. Gekonnt wie immer. Beliebt sind Kürbis auch als Dekoration und zum Schnitzen. Mit dem praktischen Schnittset können sogar Kinder den Kürbis aushöhlen und bearbeiten. Und in der Nacht vor Allerheiligen mit einem beleuchteten Fratzengesicht auf dem Fenstersims die bösen Geister abwehren. Statt die bösen Geister kommt jetzt die gute Fee zum Einsatz mit einer weiteren Folge vom Superspiel. Das mal unterstützt von den folgenden Sponsoren. Santogen Gold zur täglichen Nahrungsergänzung. Coop Naturaplan Vollmilch aus Biolandwirtschaft. Grischuna Minipick, der schmackhafte Snack aus Graubünden. Und das neue Ofenmaltiner Knuspermüsli mit viel gesunder Energie. Zu Günne gibt es 3 Städtereisen für je 2 Personen nach Wien, offeriert von Helvetic Tours. Und auch das mal 100 mal 10.000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Schon mehr als ein halbes Jahr ist es her, seit wir die Supercard eingeführt haben. Wer fleissig Punkte gesammelt hat, der kann jetzt ans Bestellen denken. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Der Pöstler hat Ihnen gerade das Päckchen gebracht. Sicher von Supercard. Ja, das stimmt. Und, was haben Sie bestellt? Mein Mann ist kurzsichtig und darum habe ich Ihnen ein Mini-Fernglas bestellt für 9.900 Superpunkte. Sammeln geht übrigens weniger lang, als man meint. Und mit den zusätzlichen Superpunkten, die es jede Woche gibt, kommt schnell etwas zusammen. Morgen gibt es wieder Gelegenheiten zum Sparen und Sammeln. Eine dekorative Halloween-Schale mit Krähen aus unserer Blumenabteilung kostet 17,50 €. Mit der Coop Supercard kommen Sie Dealseite Rot zum halben Preis über. Und beim Kauf von einem Duopack Ronda Ökoplan Papiernastüchli gibt es 140 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. In der Importparfümerie lohnt sich Sammeln auch für die Herren. 1200 Superpunkte zum Beispiel gibt es für Klein Contradiction Man. Noch mehr, nämlich 1310 Superpunkte für Hugo Boss Man. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.